So, ihr coolen VHS-Gestalten, willkommen zurück zu Midnight Tales. Das war ekelhaft. Ich sollte mir vielleicht einen anderen Film holen, um den auch noch zu gucken. Ruckel ich noch? Ich habe eh ein bisschen geruckelt, glaube ich, keine Ahnung. So, dann wir den mal zurück. Was zur Hölle geht hier vor sich? Wer sind diese Freaks? Alter, das ist der vom Shotgun Massacre, das ist die Miss Smith. Das ist der mit der Gasmaske, der die Frau da zerhämmert hat, und das ist der Typ, den wir gespielt haben in dem Dingen. Mit den Killern und mit John. Hab keine Angst, Babe. Wir tun dir nicht weh, oder Baby. Ich habe bemerkt, dass du Horrorfilme liebst. Ich habe dir etwas Besonderes gebracht. Wer bist du und wer sind diese Freaks da draußen? Ich schwöre, ich rufe die Polizei. Bleib ruhig, ich schaue dir den Film an und du verstehst unsere Absicht. Du bist besonders, Rachel, und ich brauche dich. Alles klar, ich schaue mir den Film an. Warte mal, mir fällt gerade das auf. Hatte ich nicht hier oben die Kamera? Ich bin irgendwie verwirrt, ich wechsle die so oft. Ja, alles klar, ich gucke mir den Film an und wenn alles vorbei ist, dann haut ihr hier ab, ja? Was ist das denn? The Last Enlightenment, die letzte Erleuchtung. Artefakt 37B. Alter! Die kranken Arschlöcher. Alter, das war gerade mal das Schlimmste. Dass die alle da drin stehen, mich anstarren. Ich warte übrigens die Post, ich gucke immer wieder aufs Handy, ob irgendwas da steht. Von wegen noch 5 Stationen oder so, ihr kennt das ja, ne? Ja, Raphael Brazza! Ich bin ein bisschen enttäuscht, also das ist übrigens ein ganz frühes Ding von ihm. Der hat ja schon viele Spiele gemacht, ich habe auch ein paar gespielt. Die waren allesamt ein bisschen besser qualitativ, aber das hier, John Rubiks Haus. Warum hast du mich hierher gebracht? Was muss ich tun für John? Was ist meine Aufgabe? Ihr Licht geht schon mal nicht. Fletchlight. Fletch. Die Zähne Fletch. Hallo. Oh, das Bett sieht super gemütlich aus. Einfach nur so Drahtgestell. Schneidet schön ins Fleisch. Ach, die Toilette, daraus möchte ich essen. Warte mal, ich lese mal so, ja. Die Gemälde zeigen das, oder enthüllen das Geheimnis. Wenn der Tod hinabblickt, wenn das Kind hinaufblickt, wenn der Ritter auf das Fenster blickt und die Hexe auf die Tür, dann wird der Spiegel die Wahrheit zeigen. Okay. Das ist wieder das Symbol von Raphael, ne? Hier, das da, die Libelle oder was auch immer. Firefly. Warum immer die Firefly heißt, ich weiß das nicht. Weil der Schmetterling ist ja auch die Butterfly, also die Butterfliege. Die Feuerfliege und die Butterfliege. Okay, John. Was hast du mit uns vor? Sieht total komisch aus. Vor allem ist hier eine Scheibe. Da hätte man das ja als Durchreiche lassen können. Das grenzt die Küche nur unnötig ab, finde ich. Oh, warte mal, ich muss ein bisschen lauter, weil es ist doch sehr leise. Aha. Der Ritter aufs Fenster, ne? Ja. Das Kind guckt hoch. Sieht aus wie so eine 80er-Jahre-Sängerin. Ah, da ist noch was. Artefakt 37b ist ein Objekt unbekannter Herkunft. Es hat die Kraft, die Seelen der Menschen, die getötet wurden, im Namen der Erleuchteten zu sammeln. Das Artefakt ist eine Art Verbindung zwischen den Welten. Es kann den Gott der Dunkelheit erwecken und bringt das wahre Böse auf die Welt. Okay, das ist deren Ziel, den Gott, also den bösen Gott auf die Welt loszulassen, ja. Cool, warum nicht? Gott guckt runter und
Guckst du Spiegel oder wie war das? Ach nee, warte mal, es ist genau umgekehrt, ne? Das Artefakt ist fast schon komplett. Die letzte Erleuchtung oder meine letzte Erleuchtung wird beenden, was ich begonnen habe. Miles ist der letzte Schlüssel für den Gott der Dunkelheit, um freigesetzt zu werden. Ich bin gefangen in diesem Haus. Ich kann hier nicht mehr raus. Er will mich. Er will meinen Körper und ihn beseelen oder besetzen. Warte mal, der Ritter zeigt auf den Spiegel, ne? So, du guckst auf die Tür. Ach, warte mal. War ja nicht gucken, das war nur. Jetzt guckt sie. Und jetzt? Ist das jetzt richtig oder nicht? Geh nochmal den Text lesen. Wow, habt ihr das gesehen? Frage ist, wo war der Text hier, ne? Ja, das Gemälde enthüllt die Wahrheit. Der Tod sieht nach unten, das Kind schaut nach oben. Der Ritter schaut auf das Fenster und die Hexe schaut auf die Tür. Der Spiegel wird die Wahrheit enthüllen. Ah, okay. Der Ritter schaut aufs Fenster. Brut. So. Kind schaut nach oben. Tod nach unten und die Hexe schaut auf die Tür. Der Spiegel wird die Wahrheit enthüllen. Keine Ahnung. Guck gleich nochmal. Das Artefakt. Achso, hatten wir ja schon. Hier ist verschlossen. Warte mal, guckt sie jetzt vielleicht hoch, das Kind? Das war wohl richtig. Yay. Oh, das kann. Okay. Haben wir hier. Meine Arbeit ist unendlich. Die Erleuchteten, deren Seele ich sammeln konnte, haben das Artefakt gefüttert. Jetzt bin ich dran. Es ist Zeit, meine Rolle zu übernehmen. Ich hoffe, jemand beginnt oder jemand beendet, was ich angefangen habe. Und wird den Gott des Endes freilassen. Das purpurfarbene Buch oder das lilafarbene Buch ist das Artefakt. Warte mal. Oh nee, das. Ah. Nicht das Artefakt. Was planst du, John? Ich verstehe nicht, was meine Aufgabe hier ist. Mein Sohn, dies ist nun dein Haus. Unsere Familie wird bald Erleuchtung erreichen. Wenn du diesen Brief liest, werde ich schon nicht mehr da sein. Das Artefakt gehört jetzt dir. Es ist deine heilige Mission, die Arbeit unserer Familie fortzuführen und den Gott der Dunkelheit auf unsere Welt loszulassen. Über die Jahre haben wir den Würfel mit sündigen Seelen gefüllt. Das Artefakt brauchte noch eine mehr, um seine wahre Stärke zu erreichen. Es ist deine Aufgabe, John, neue Erleuchtete zu rekrutieren und die Arbeit deines Vaters zu vollenden. Ich liebe dich, mein Sohn. Stan Rubrick. Was machen wir jetzt? Ist immer noch verschlossen. Warte mal, kann ich das Schränkchen. Oh, kann ich auch öffnen. Ist da was drin? Joseph Thomas Steve Sra mit. Sra Myth. War das nicht die Typen aus den Horrorfilmen? Miles. 37b. Sra Myth, war das nicht. Miss Smith, Kannibalin. Ist ihre Seele jetzt da drin gefangen, ja? Wir sind gerade John. Wir bitte eine Kugel in den Kopf geben oder so? Muss ich überhaupt tun? Ach, Hughes. Oh, geil. Hi, na? Oh, was ist das denn? Eine Crowbar.
Das ist ja nett. Zeigt das Artefakt, wie es jetzt hier wirklich aussieht, oder was? Mach mal Platz hier. Ja, wunderbar. Oh, schön, die Deko. Aber hey, ich kann jetzt hier rein, immerhin. Komm ich jetzt wieder zurück? Yes. Das war jetzt der Witz dabei, dass ich hier reingehe. Gar nichts. Liegt irgendwas? Nee. Also bringt mich das jetzt auch nicht weiter, wenn ich hier reingehe. Sounds da noch. Mal ging hier in der... Irgendwo muss ja was passieren mit dem Würfel, dass ich da irgendwo hinkomme, wo ich normalerweise nicht hinkommen würde. Oh, draußen sieht es auch nett aus. Auch nix. Genau, was ist denn hier los jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich suche jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Vielleicht finde ich ja irgendwann was. Ah, es geht auf den Dachboden. Ich habe mir schon irgendwas gedacht. Ja, ich mache mich etwas, um das runterzuziehen. Und das geht nur mit dem Brecheisen. Okay, Ladder. Das sah normal aus. Ich wette, in der anderen Welt ist alles richtig krank hier. Warte. Das werden wir gleich feststellen. Ja gut, das Übliche halt, ne? Leichen, die rumhängen. Das ist Daddy. John Rubrik. John Rubrik. Achso, nee, warte. Es ist nicht Daddy. John Rubrik, ich glaube es nicht. Bist du wirklich mein Meister? Endlich bist du zu mir gekommen, Miles. Ich warte schon sehnsüchtig auf dich. Du bist der letzte Schlüssel zu meiner Freiheit des Gottes. Es ist eine Freude, den Erleuchteten zu dienen. Sag mal, was ich tun muss, Meister. Jetzt, da du das Artefakt hast, bist du einen Schritt näher zur Erleuchtung. Deine Mission ist es, das Artefakt zu füllen mit zwei weiteren sündigen Seelen. Geh zurück in die normale Welt und platziere das... Objekt auf dem Altar. Ich werde ein Geschenk für dich zurücklassen. Ich werde deine heilige Arbeit unterstützen. Du wirst die richtige Zeit erkennen, um das Artefakt zu mir zurückzubringen. Wenn das Licht rot ist, heißt es, du hast deine Aufgabe erfüllt und bist bereit für die Erleuchtung. Verstanden, Meister. Ich werde alles tun für unseren Gott. Aber wo kann ich die richtigen Menschen zum Töten finden? Warte nur ab, Miles. Die Sünder klopften schon bald an deine Tür. Jetzt geh und erfüll deine Aufgabe. Okay. So. Was ist denn der Altar? Da wieder. Achso. Keine Taschenlampe mehr.
So, wo ist denn jetzt mein Werkzeug? Wolltest du mir doch helfen? Nee. Your salvation. Kill for us. Eine Axt. Ah ja, jetzt muss ich eine sündige Seele hierher locken. Ich rufe den Escort-Service an. Echt jetzt? Sex-Service-Escorts. Hallo, willkommen zum Escort-Service. Kann ich Ihren Namen haben und wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, mein Name ist Miles und ich würde gerne heute Abend Spaß haben. Könnten Sie mir ein Mädchen schicken, das mir Gesellschaft leistet? Entschuldigung. Alles klar, Miles. Haben Sie irgendwelche Vorzüge? Oder haben Sie sich, was stellen Sie sich so vor? Was haben Sie für Präferenzen? Wir haben viele Mädchen hier. Alle wollen sich mit Ihnen, also alle wollen Sie unterhalten. Gut, senden Sie mir ein lustiges und hübsches Mädchen. Ach, und sie soll nicht zu laut schreien. Alles klar, Samantha wird perfekt für Sie sein. Ich brauche die Adresse, um sie Ihnen zu senden. Ja, ich bin so ein bisschen ab von der Straße, von der Stadt. Lilies of the Valleys Road 373. Ich brauche sie sofort. Danke. Okay, Miles, das wird etwas mehr kosten, aber ich garantiere dir, du wirst viel Spaß heute Nacht haben. Samantha ist schon auf dem Weg zu dir. Danke, dass du unseren VIP-Service benutzt hast und hab eine gute Nacht. Danke, ich freue mich schon drauf. Das heilige Objekt, mit dem ich die Seelen reinige, es ist noch nicht die Zeit, sie zu nutzen. Samantha! Sehen, ob sie wirklich so schnell ist. Samantha. Soll ich sie mal anrufen? Warum bestellt er sich eigentlich gleich zwei her? Oh, was läuft denn da Schönes? Was ist da denn los? Irgendwie so ein Found-Footage-Film. Ist auch so, ja, ist auch so ein Found-Footage-Ding gewesen. Ist ja gar nichts passiert. Wann kommt sie denn? Ich warte schon so lange. Okay, mal gucken, was ich noch tun kann. Vielleicht geht hier noch irgendwas hier. Bring sie gleich mal hier hoch, dann kann sie sich ja freuen an dem, was sie da findet. Es ging aber schnell. Ach, du bist das, Samantha. Hi, Babe. Willst du heute Spaß haben? Du lebst ja ganz schön weit weg von der Stadt. Das wird dich etwas mehr kosten. Hi, Süße. Alles klar. Ich werd mehr zahlen. Ich möchte einfach nur etwas Spaß haben. Okay, willst du mich nicht reinladen? Es ist kalt hier draußen. Natürlich, komm rein. Mach's dir gemütlich. Sie läuft. Bist du eine Pantomimin oder was? Samantha, ich hab da was für dich. Ein Leckerchen. Beruhig dich, Baby. Du nimmst besser eine Dusche, bevor wir Spaß haben. Alles klar, ich bin gleich zurück. Am Ende ist sie eine Mörderin oder sowas, weißt du? Alles klar, jetzt werde ich die Seele dieses armen Mädchens reinigen. Lang leben die Erleuchteten. Bitch! Du hast ganz schön Arbeit gekostet. Ich werde den Körper im Badezimmer einer verstecken und noch eine Seele holen, um das Artefakt zu vollenden. Wo ist das Blut hin? Und hier, Pizza Delivery. Ah, ich bin hungrig. Ich könnte eine Pizza bestellen und dann den Liefertyp töten. Gute Idee. Guten Abend, willkommen zum Pizza-Lieferservice. Kann ich Ihnen helfen? Guten Abend, ich würde gerne eine große Pepperoni-Pizza bestellen. Ich brauche sie so schnell wie es geht. Alles klar, Sir. Was ist die Lieferadresse?
Ja, Lieferadresse. Kein Problem, Ihre Pizza wird bald schon zu Hause sein. Danke für Ihren Service, also danke für Ihre Bestellung. Ja, danke, ich warte. Es ging jetzt echt schnell. Also bis sie da war, die muss ja gerade um die Ecke gewesen sein, aber ich meine, ja. So, gucken wir mal, ist sie noch kuschelig hier drin, ja. Mal so die Bodenbeschaffenheit prüfen. Läuft sich gut auf ihr? Aber muss es nicht eine sündige Seele sein? Oder gilt laut denen jeder als Sünder? Laut den Lighted Ones. Sind ja auch nicht so ganz sauber, ne? Wie wir wissen. Überhaupt kein Blut hier. Hat er das weggemacht schon? Hallöchen. Das hier Auto steht halt noch da. Ist total egal. Ist Fleck, wo man nicht hinlaufen kann übrigens. Habe ich einen Mantel an oder ist das ein Rock? Was für Geräusche? Kommt das aus dem Fernseher? Dieses Special Promotion for Delivery for $12.99. Hallo. Bleibt meine Pizza. Pizza. Der ist gerade aus dem Nichts gekommen. Oh, Wilson. Guten Abend, Sir. Ich habe die Pizza gebracht, die Sie wollten. Wie wollen Sie zahlen? Guten Abend, mein Freund. Danke, kommen Sie doch rein und legen Sie die Pizza auf den Tisch. Ich hole das Geld aus dem zweiten Stock. Okay, danke Ihnen. Na, das Geld, ne? Hier ist die Bezahlung. Sorry, Buddy, aber ich brauche deine Seele. Gut. Ich werde den Körper zum Artefakt bringen. Ich hoffe, es ist genug. Alter, wie er einfach mal so rumschleudert hier so schnell. Guck mal. Oh, alles für die Erleuchteten. Jetzt brauche ich noch den Körper dieser Bitch. Achtung, jetzt ist sie weg oder irgendwas ist mit ihr geschehen. Sie ist jetzt... Ah ne, okay, sie ist doch ein Mensch. Mal vielleicht mal die Tür zu. Es wäre so lustig, wenn sie jetzt selber ein Dämon wäre oder so von einer anderen Gottheit. Und ein bisschen interferiert. Aber den BH darfst du an... Okay, doch nicht. Also, Artefakt ist bereit und hat die Stärke, die ich brauche. Ich bringe es zu John. Ja, lustig, ne? Ja. Die Nabelschnüre. Das Artefakt ist bereit. Gratulation, Miles. Bei Gott. Gott der Dunkelheit. Nutze mich als Instrument. Hier auf Erden. Ich glaube, Miles fand das nicht so gut jetzt. Kill for us. Kill for God. Hi, John. Der Typ ist alleine schon übelst gruselig. Mit dem Buckel. Was war das jetzt für ein Spiel wieder? Ich glaube aber, das zweite ist viel besser mit Night Tales. Nur mal so. Das zweite ist ja irgendwie auch wieder ein bisschen komisch. War nicht wirklich ein Spiel oder Gameplay. Na? Na, John?
Du wurdest ausgewählt, Rachel. Entweder bist du für oder gegen uns. Öffne die Box, die ich dir dagelassen habe. Und sieh, wir sehen, ob du töten kannst. Ob du den nächsten Besucher, der reinkommt, töten kannst. So. Der Glock, Alter. Will ich auch John töten? Och nee, nicht so eine liebe Mutti. Die Knarre auswählen. Wird doch nicht jetzt die arme Frau hier. Kill for us. Kill for God. Muss sie wohl töten. Die Pornos. Director, Cut! Das sieht scheiße aus, aber wir werden es trotzdem releasen. Vielleicht ist der nächste besser. Was? Das war nur ein Film. So, was ist los jetzt? Die stehen halt alle hier, weißt du? Oh, der Shotgun. War bestimmt nur ein Prop. Alter, ist er nackig? Er hat hier gar nichts. Ist ja alles weg. Schon anguckt. Midnight Tales Volume 1. Okay, Leute, das war's wohl. Also, gut, den Twist fand ich jetzt super, muss ich sagen. Es war einfach nur so ein kleiner Schocker des Schockens willen. Vinicius L. hat das mit dem Radio. Ich dachte, es wäre eine Frau gewesen. Egal, Leute, es war schön. Wenn es auch nicht so besonders jetzt war, aber es war ganz nett. Ich bin gespannt auf die zweite Midnight Tales, die werde ich jetzt nicht direkt machen. Irgendwann anders, es kommt gerade so viel raus. Kommt gerade so viele Spiele im Oktober. Da werde ich mich erstmal darum kümmern. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen, danke fürs Bewerten. Und wir sehen uns zu was anderem. Weiterhin gruseln natürlich. Dankeschön, tschüss.